Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um Season 11, die vermeintlich neue Waffe in Season 11. Das zumindest soweit zur Theorie. Die meisten von euch haben den Trailer gestern rund um das Rampart Town Takeover Event gesehen und einigen von euch wird sicherlich aufgefallen sein. Mitten im Trailer sehen wir ein Stück weit ein Part vom Arena-Modus und wir sind dort im Waffenauswahlmenü und dort ist uns etwas aufgefallen und zwar eine Waffe, die aussieht wie die 301, scheint ein Platzhalter zu sein, mit einem anderen Mech, mit einem anderen Namen und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass uns jetzt schon entweder in Season 11 die neue oder für Season 11 die neue Waffe geteasert wird oder eine Waffe, die gerade im Test ist, die vielleicht in Season 12 oder 13 kommt. Bevor ich auf Einzelheiten eingehe, ich möchte ganz nur kurz darauf hinweisen, Respawn schafft das hier öfter in irgendwelchen Deathstreams oder in Trailern, zeigen die versehentlich was, was vielleicht nicht so ganz beabsichtigt war. Oder vielleicht doch, erinnert euch, wann haben wir den Bogen bekommen, ist noch nicht ganz so lange her. Und Moment, das war das Falsche, aber in einem Deathstream, ich glaube 2 oder 3 Seasons, bevor wir den Bogen überhaupt bekommen haben, haben wir hier schon einzelne Bilder zu den Pfeilen gesehen, die irgendwo auf dem Boden rumliegen oder eben der Compound Bow und so weiter und so fort. Deswegen genießt jetzt meine Theorie mit Vorsicht. Es kann in Season 11 schon soweit sein, es kann aber auch ein bisschen später soweit sein, aber ich gehe davon aus, es wird auf jeden Fall passieren. Ich blende euch jetzt einfach mal das Bild ein, was ihr im Trailer sicherlich gesehen habt, ist auch auf der offiziellen EA-Seite zu sehen. Ihr seht in der Mitte die Nemesis Burst AR, also quasi ein Burst Assault Rifle. Ihr seht ja das Bild unten links. Direkt seht ihr auch die 301, das ist dasselbe Bild, es wird ein Platzhalter wie gesagt sein, was die Optik der Waffe noch nicht direkt verrät. Was uns aber die Hop-Ups oder beziehungsweise die Aufsätze im Allgemeinen schon mal verraten, ist, dass es eine Energiewaffe sein wird und dass es dem Namen nach eine Burst-Waffe sein wird, wie wahrscheinlich die Prowler. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Prowler vielleicht deswegen irgendwann den vollautomatischen Modus wieder zurückbekommt, weil das scheint eine wirklich ausschließlich konstruierte Burst-Waffe zu sein. Kann ja sein, dass die vielleicht auch verschiedene Feuermodi hat, wie zum Beispiel ein 2er und ein 4er Burst und so weiter und so fort. Auf jeden Fall können wir hier sicher sein, dass es eine Energiewaffe ist, auf die ich jetzt schon mal sehr, sehr gespannt bin. Und es wird natürlich ein Sturmgewehr sein. So viel sollte klar sein. Was haben wir noch? Wir haben, und damit möchte ich nämlich schnell mal aufräumen, einige dachten jetzt, oh, die Rampage bekommt einen Aufsatz. Das könnte ja eklig werden. Hier nochmal ganz kurz klargestellt, wir haben im Arena-Modus für kurze Zeit, solange das Rampart-Event läuft, haben wir im Arena-Modus spezielle Waffen, die ein bisschen günstiger sind, sind vollgepimpt, wie hier zum Beispiel die Rampage, die hat ja einen Hop-Up auf und wer genau hinguckt, kennt ganz rechts an der Rampage, erkennt den Hop-Up und zwar ist das der Graffiti-Mod. Der Graffiti-Mod, für alle, die vielleicht gerade mal so 2, 3, 4 Seasons dabei sind, ihr werdet von dem Graffiti-Mod wahrscheinlich noch nie was gehört haben, das war mal... Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das war. Auf jeden Fall konnten wir für kurze Zeit, ich glaube 2 Wochen, bevor eine neue Season anfing, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber 2 Wochen, bevor die Season anfing, ich glaube, es war, bevor Rampart quasi released wurde, konnten wir diesen Graffiti-Mod finden und konnten, aber nur bei speziellen Waffen war es, glaube ich, konntest du mit Farbkugeln feuern, als würdest du mit einer Paintball, mit einem Paintball-Markierer rumballern. Das war eine witzige Sache und ich gehe davon aus, dass es auch nur spezielle Waffen sein werden, Moment, die diesen Graffiti-Hop-Up drauf haben, denn wir haben aus dem EA-Bild, Moment, das kann ich aber noch ganz schnell mit hier einblenden. Da seht ihr nämlich die vollgepimpte, Moment, das ist die Devotion. Jetzt bin ich aber richtig top vorbereitet. Moment, das Bild wollte ich euch einblenden. Achtung, wir sehen hier aus dem EA-Original oder von der EA-Respawn-Seite sehen wir dasselbe Bild. Hier seht ihr unten auch die Nemesis Burst AR und die Devotion. Aber hier hat die Devotion den Turbolader drauf. Also können wir davon ausgehen, dass nicht jede Waffe diesen Graffiti-Hop-Up tragen kann. Und auch hier links an der Rampage seht ihr keinen offenen Slot für diesen Hop-Up. Also haben bestimmte Waffen, die quasi
die Gold-Version aller paar Stunden, wie das so, wohl so wechseln soll. Nur diesen Graffiti-Mod ist jetzt nichts Besonderes, ist einfach nur so ein Just-for-Funding, mehr nicht. Und ich wollte auch nochmal bekräftigen, dass es keinen Hop-Up für die Rampage geben wird. Zumindest nicht in naher Zukunft, was ganz wichtig ist. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder von meinen Theorien. Genießt das mit Vorsicht, das könnte noch eine Weile dauern, bis wir wirklich diese Burst-Energy-Weapon in den Händen halten können. Aber es könnte trotzdem schon in Season 11 passieren. Lassen wir uns mal überraschen. Das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haut rein. Ciao.